Ja, heute wieder Angeln am Rhein. Solange es hell ist, ist es wirklich schwierig, vernünftig Fische zu fangen. Da uns wer ziemlich nervt? Die Grundeln. Die Grundeln, genau wie immer. Deswegen haben wir uns entschieden, die Zeit zu überbrücken und eine Challenge zu machen. Das heißt, Maxi konzentriert sich auf Grundeln und ich konzentriere mich überwiegend auf Brassen und ja, allgemein Weißfische. Ja, wie sind unsere Regeln für die Challenge? Wer die meisten Fische fängt, darunter sind ja die Grundeln gemeint, und wer die größte Länge insgesamt von allen Fischen hat. Genau, das heißt, ein Punkt gibt es für die Stückzahl und ein Punkt für die Gesamtlänge. Und wer wird gewinnen? Ich. Ja, das gucken wir mal. So, Maxi, auf welche Montage setzt du heute? Ich habe eine Fiederrute mit einem Grundblei. Aha, okay. Was ist mit dem Haken? Ich habe einen 18er Haken, weil wir auf Grundeln angeln, muss er so klein sein. Sonst wird es schwer, die zu haken. Hier. Mit einer durchgeschnittenen Made, damit die den gut schlucken können. Aha, also gehst du auf die Stückzahl, ja? So viele wie möglich fangen, richtig? Ja. Okay. Ja, dann viel Erfolg. Trotzdem werde ich mehr fangen. Nein, ich glaube gar nicht. Gucken wir mal. Tatsächlich habe ich einen. Willst du das filmen? Ich schmeiße noch mal rein. Die nächste Grunde. Bei diesem Battle auf die herkömmliche Futterkorbmontage mit einem 10er Haken mit ein paar Maden. Das heißt, im Gegensatz zu dir, Maxi, gehe ich auf die Größe der Fische und nicht auf die Stückzahl. Ich will die großen fangen. Hol dich trotzdem noch eine Größe. Ja, guck mal. Wir noch mal sehen. Also, weiter geht's. Mein erster Fisch. Für heute. Ja, ich hole dich noch ein, Maxi. Riesig, wie der sich die Maden geschnappt hat. Okay. Das Update. Maxi hat noch eine. Wie viel steht's jetzt, Maxi? 5:1 von der Stückzahl. Ja, anscheinend führt deine Methode zu mehr Erfolg. Aber warte. Wenn ich großen fange, dann liege ich in der Länge vor. Maxi, der nächste Fang? Ja. Zeig mal. Ist auch ein schöner Bursche, ne? Der sechste. Der sechste. Wie viel steht's jetzt? 1:6 von der Länge. Von der Länge führe ich auch. Ja, bislang liegst du wirklich in Führung. Alter. Total schwierig für mich zu gewinnen. Was hast du gefangen, Maxi? Zeig mal, wo der Haken ist. Oh. Und nun? Nix. Mache ich gleich ab. Das nervt mich, wenn ich fange, ne? Die nächste Runde, aber eine sehr, sehr kleine. Ja. So, kurzes Update. Noch eingefangen. Wie viele hast du jetzt, Maxi? Ich habe 8 Grundeln. Deshalb liege ich in der Führung von der Länge und von der Stückzahl. Genau. Ich habe eine Grundel. Aber das wird noch. Gut gemacht, Maxi. Weiter geht's? Ja. Tja, anscheinend geht meine Methode nicht auf. Ich liege deutlich zurück. Ja, und was macht ein guter Angler, wenn irgendwas nicht funktioniert? Richtig, er holt sich ein Bier. Nein, Quatsch, ich passe jetzt mal meine Angelmethode an. Mach mal einen kleineren Haken und dann gucke ich, dass ich den Maxi wieder einholen kann. So, läuft jetzt bei mir. Maxi, guck mal, ich habe schon den zweiten. Ah. Gleich bist du dran. Maxi, guck mal. Ja. Ich habe noch eine, die dritte schon.
Wie sieht's bei dir aus? 10. Oh, ja, okay. Ey Max, ich habe noch eine. Mhm, cool. Ja, meine, ich glaube, vierte oder fünfte, oder? Mhm, das sind meine alle. Oh, okay. Da muss ich aber Gas geben, oder? Wenn ich dich einholen möchte. So langsam kommt der Abend, jetzt gehen wir zum normalen Fischen über. Aber wir haben einen Sieger unserer Challenge. Maxi, wie sieht's aus? Wie viel hast du gefangen? 12 Grundeln, ja. Dafür kriegst du schon mal einen Punkt. Ich habe nur 6 gefangen. Das heißt, du hast das Doppelte. 7. Ja, 7. Okay, dann habe ich 7. Ja. Du hast trotzdem mehr. Und wie viel Zentimeter ergibt das in der Summe? 82. 82 Zentimeter Grundeln. Wahnsinn. Ja. Okay, jetzt hoffen wir, dass wir 82 cm Aal fangen, oder? Mhm. Ja, das wäre gut. Alles klar. Petri, Maxi, gut gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Danke.